Willkommen zurück zu der Zeit, liebe Leute. Ich bin auf einem neuen Server. Für alle, die es interessiert, das ist dieser hier. Ebenfalls Max Loot, aber PvP und PvE. Und 26 menschliche Spieler. Und ich befinde mich hier kurz vor diesem... Das ist so ein Raid-Bereich, glaube ich, oder sowas. Leute, ihr wisst das sowieso besser. Und ich will mal schauen, was ich hier reißen kann. Gestartet bin ich mit nichts so ziemlich und habe mir das, was ich hier habe, was ihr unten sehen könnt, mir selbst zusammengeschustert, damit ich hier irgendwas habe. Aber ich nehme an, dass das Überleben hier um einiges schwieriger wird, wenn hier so viele menschliche Spieler sind. Und dann wird sich zeigen, was ich hier reißen kann. So, hier ist eine nette Tankstelle. Dann wollen wir mal sehen, was hier so geht. Tasche haben wir schon, vielen Dank. Ich werde mal mit dem Haus hier rechts anfangen. Armbanduhr kann man immer gut zu Geld machen, Munition auch, es sei denn, also vorausgesetzt, man kann das stapeln und hat quasi einen vollen Stapel mit Munition. Bohrer ist vermutlich auch etwas, was man gut verkaufen kann. Genauso wie die Kreissäge. So, wollen wir mal schauen. Wollen wir das hier vielleicht mal eintauschen? Ach, Tatsache. Nee. Ich weiß, ist vielleicht ein Fehler, aber ich bin kein Freund von Maschinengewehren. Zumindest nicht diesen, die man so in der Wildnis finden kann. Die sind mir einfach zu ungenau. Oder mein Skill reicht dafür nicht. Könnt ihr euch aussuchen, welche Ausrede besser klingt. Aber hier bin ich tatsächlich noch nie gewesen. Ganz nette Ecke. Und Benzin. Fernglas auf jeden Fall. Schaufel möchte ich nun nicht loswerden, denn sollte ich nochmal zu dem Luxus kommen, einen Richtungsfinder bauen zu können, dann bringt der mir auf diesem Server wesentlich mehr, denn hier verstecken Leute tatsächlich ihr Zeug. Zumindest hoffe ich das. Und dann kann ich sehen, ob ich das ausgraben kann.
Hier, das nehmen wir noch mit. Handschuhe haben wir bereits. Die Spritze. Elektronische Teile. Muss ich aufpassen. Das ist nicht die beste Position, aus der man Sachen erspähen kann. Da ist man schon sehr, sehr offen und verwundbar. Deshalb gehe ich mal schnell wieder runter. Es ist doch wesentlich ruhiger, als ich angenommen hatte, als ich die 26 gesehen habe. Aber ja, ein bisschen was brauche ich auf jeden Fall noch, bevor ich es hier mit irgendjemandem aufnehmen kann. Lass mal eben schauen, was haben wir denn da oben? Da ist die mittlere Mission. Komme ich hier rüber? Ja. Rüber! Sonst niemand zu sehen. Ja, in den Safe Zones sind natürlich... Verzeihung. In den Safe Zones sind natürlich immer ein paar Leute. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich kenne die Gegend hier tatsächlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was mich da geländemäßig erwartet. Sieht hier sehr nach Industrie aus natürlich, aber auch da kann man auch mal falsch liegen. Was so das Layout der Gebäude und so angeht. Was ist denn... alle hinter den Mauern sind, dann ist es, glaube ich, nicht ganz so schwierig, da ranzukommen. Ich glaube, so weit kann ich mich da nicht ranwagen in stehendem Zustand. Da muss ich dann doch eher geduckt rangehen, weil sonst hören die sofort meine Schritte. Und da ich das nicht kenne, kann ich nicht genau sagen, aus welcher Richtung die dann kommen würden. Ich würde schätzen, dass das hier irgendwie so ein Eingangsbereich sein könnte. Könnte da aber auch ganz falsch liegen. Nun mal schauen. Bevor es soweit ist, Leute, erstmal ein Foto machen. Aha, nix ist. Ah, ich glaube, ein großer Fehler wäre es jetzt, hier einfach rüber zu springen. Es sei denn, ich kann... Nee. Dann mache ich mal kurz Lärm.
Oh, hier sieht's nach einem Eingang aus. Ich habe auch schon Schritte gehört. Der Turm ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Ecke, ne? Wenn ich da tatsächlich rein kann und ich dann alle rauslocken könnte. Da ist der erste. Oder wie seht ihr das? Bin ich da auf dem Holzweg? Ist das nicht... Safe Nummer? Ja, den Schuss habe ich gehört, aber... Ah, da hinten. Nein! Was ist los? Was meinen jetzt? Wir bleiben erstmal alle ganz ruhig, okay? Genau, Aspirin-Komplex. Jetzt ist die Frage, trauen die sich hier hoch? Weil dann ist es recht safe für mich, weil die Tür werden sie nicht aufkriegen. Das ist ein bisschen laggy gerade hier. Muss nur ein bisschen Acht geben, ja, genau deshalb. Hoho! Ach, come on, ey. Hier. Komm raus, du Schuft! Was macht er denn? So. Oh, da sind einige. Ha!
zu, mach mal zu, mach mal zu. Bringt mir Essen was, wenn ich Energie brauche? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Wo geht er denn hin? Die Party ist hier, Freundchen. Es ist leider wirklich verdächtig ruhig hier. Da hinten ist noch einer. Ich will halt vorher schon immer ein bisschen looten, weil... Nachher sind die weg. Die Kiste gewesen, zumindest eine. Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Oh, oh, oh. Ja, ja, ich seh dich. Noch einer von links, glaube ich. Ich hoffe, der ist nicht clever genug, um jetzt einmal außen rum zu gehen. Da ist er. Ich bin der Meinung, ich habe da links noch einen gehört. Ich weiß aber nicht, ob der im Gebäude war oder ob der gerade um die Ecke kam. Da hinten steht er doch. Da stand er. Oh, es scheinen noch einige hier zu sein. Ich weiß nicht. Ich hoffe mal fürs Spiel, dass hier auch noch eine Mission ist. Ja, tatsächlich. Da höre ich ihn. Ich würde sagen, der ist links im Gebäude. Sich spät dazu entschieden, umzufallen. Muss man echt ein bisschen auf der Hut sein, ne? Ist nicht
aber ich sollte es gleich haben. Also viel mehr könnte es eigentlich nicht sein. Gut, da drüben potenziell. Da drin. Okay, hinter mir. Sagen, wo der ist. Da war doch was. Schatten. Oh, Leute, ey. Kurz Panik gehabt. Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Ich höre ihn auch nicht. Ich habe gerade kurz was gehört, aber... Buh. Ich vermute, der ist hier im grauen Gebäude. So Leute, das war sehr erfolgreich. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ihr wisst, die Rahmen sind nicht weit. Und ich traue so Spielern auf Servern ehrlich gesagt nicht. Wie, das ist alles? Das ist ja ein bisschen mau, ehrlich gesagt. Erkennungsmarke. Schau, weg damit. Das kann ich verkaufen. Dann mache ich das jetzt gerade mal. Einfach, um ein bisschen Kohle zu bekommen. Aber naja. Schade. Für eine mittlere Mission habe ich ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ein bisschen mehr Ausrüstung. Aber eine offizielle Beschwerde ist es jetzt auch nicht, Leute. Hätte mich nur gefreut. Ah, die sind jetzt aber noch da, ne? Hier, die kann ich looten. Das war beim letzten Mal anders. Die haben wahrscheinlich besseres Zeug dabei. Ja. Ja, aber das Ding ist halt, so eine Schrotflinte bekomme ich jederzeit wieder und die AK, die ich jetzt habe, die kann ich problemlos verkaufen. Und mit dem Geld dann ein bisschen bessere Sachen kaufen, als wenn ich jetzt hier mit der Schrotflinte rumlaufe. Muss ich nur mal kurz schauen, dass ich die Safe Zone irgendwie erreiche.
Genau da, wo ich herkomme. Eine fette Base da hinten, alter Schwede. Ich glaube, den Richtungsfinder können wir inzwischen bauen, oder? War das nicht elektrische Teile? Draht? Ein Draht habe ich, glaube ich, nicht, aber den kann ich. Kann ich ja vielleicht kaufen. Ich dachte irgendwie gerade, ich hätte Stimmen gehört. Die könnte ich umgehen durch das Waldstück da. Leute, ich brauche noch ein schönes Bild fürs Thumbnail. Was haben wir denn hier? Nee, gib mal Draht. Warte mal, ein Auto ist immer Draht. In dem gerade nicht. Denn dann wäre ja tatsächlich nochmal ganz spannend, wie der Richtungsfinder hier so funktioniert. Und ob ich hier fündig werde. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Leute so richtig wertvolle Sachen vergraben, ehrlich gesagt. Weil ja nun mal bekannt ist, dass man das finden kann. Aber ich will es auch nicht ausschließen. Bisschen weiter nach rechts. Da lang. Ja, ich weiß nicht, was ich hier jetzt verpasst habe. Irgendwas scheint mir hier noch zu sein. Mir war so, als ob beim letzten Mal stand da irgendwas mit Base Rate oder sowas. Leute, ich bin schon happy, dass ich die mittlere Mission geschafft habe. Aber wenn diese Türme nicht da gewesen wären, wo ich mich oben verschanzen konnte, dann wäre das auch nicht so gut ausgegangen. Da bin ich sicher. Da ist die KI ja zum Glück noch sehr blockiert. Weshalb ich da wirklich von Glück reden kann, dass das gewesen ist. Na, rote Fähnchen, wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Da vorne. Das wäre natürlich jetzt mies, hier abgeschossen werden. Ich bin aber der Meinung, es gibt so eine Regel auf Servern, dass man 50 Meter hinter den roten Fähnchen da nicht irgendwie stehen soll und jemand abschießen soll. Aber auch da wieder. Wer kontrolliert's? Keine Ahnung. Die Active Admins kann schon sein, aber ich bin da nicht so sicher. Deshalb will ich es gar nicht erst riskieren. Und bin froh, dass ich jetzt hier bin. Schauen wir mal, ob sich jemand aufhält. Doch, Tatsache. Oh, Snowbotty! Ciao. Was nimmt er noch? Jeremy, komm
Hier habe ich noch ein bisschen Zeugs. Batterie gibt 10.000, ne? Ne, Draht verkauft er aber nicht. Wieso flüstert er denn? Will der haben? 1270. Habe ich 90 Schuss, sehr gut. I can't put anything in my vest. Was ist denn mit ihm los? Go sell shit and come back. Okay. Sell that helmet, not the helmet, the head. Yes, yes, yes. Da, neuer Basis-Raid entdeckt. Hello. Hier haben wir es. Funkgerät Draht. Ach ja. Ist ja ein kaputtes Funkgerät. Haha! Ist auch nicht weiter schlimm. Ich sollte auf jeden Fall was trinken. Aber die sind ordentlich ausgestattet, die Jungs hier. Ihr seht's. Den ist nicht zu spaßen und an der Stelle soll dieses Video auch enden, Leute. Mittlere Mission erfolgreich abgeschlossen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, irgendwas, was ich wissen muss, was ein Basis-Raid ist, sagt mir bitte Bescheid. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video mit Deadside. Bis dahin, ciao.